Bei mir gibt es ein klassisches Kartoffelcroton. Super abwandelbar, ganz einfach und so lecker. Und dafür brauche ich 1 Kilo mehlige, in 3 mm gehobelte Kartoffeln, eine große Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, reichlich Pfeffer, Salz und Muskatnuss, 400 ml Sahne, ein Stückchen Butter für die Form, ein Stückchen Butter und ein bisschen Öl für den Topf und natürlich Käse. Und da könnt ihr den Käse nehmen, den ihr am liebsten mögt. Und als erstes werde ich meinen Knoblauch und die Zwiebeln im Topf mit ein bisschen Butter und ein bisschen Öl einfach anrösten. Der Backofen, der ist schon vorgeheizt auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt wird das Ganze hier aufgefüllt mit der Sahne, mit Salz und Pfeffer, Muskatnuss, richtig gut abgeschmeckt. Und in der Zeit werde ich dann schon mal meine Form einfetten und die Sahne muss dann einmal aufkochen. Die aufgekochte Sahnemischung jetzt zu den Kartoffeln geben. Richtig gut durchrühren, damit jede Kartoffel auch etwas von der Sahne abbekommt. Dann in die Form geben, mit Käse bestreuen, ab in den Backofen für ca. 35 Minuten. Und dann macht ihr einfach die Stäbchenprobe und dann ist das klassische Kartoffelgratin schon fertig. Und schon ist ein klassisches Kartoffelgratin fertig. Ich freue mich in den Kommentaren über eure Spezialzutaten, die ihr in euer Kartoffelgratin macht. Wenn ihr diese einfache Variante einmal nachmacht, dann lasst es euch schmecken. Ich richte jetzt gleich noch einen Teller an. Bis dahin, eure Bea.